Moin, moin, liebe Ella-Checker. Oh, ihr, wie ihr gleich in mein Tempo verfallen seid. Du hast schon so angefangen, dass es klar war, okay, wir müssen leiden klingen. Ja. Oh, letzter Tag, meine Stimme, wie immer, nicht existent. Ja, meine Füße sind mal kaputt. Ebenso. Ja, ich bin topfit. Gut, Mitch, dann war schön mit dir, dann kannst du ja abbauen hier schon mal. Pusterchen mal eben, by the way. Wenn wir auf der anderen Seite aufgezeichnet hätten, hätten wir auch das zweite Dschungelcamp machen können. Ja, ja, aber schön. Mit viel schöner. Gut. Es läuft etwas schleppend. Aber man merkt irgendwie, die Luft ist raus. Nach 18 Uhr, das darf man ja mal sagen. Also wir ganz kurz. Bitte? Ganz kurz nach 18 Uhr. Ganz kurz nach 18 Uhr, aber das Lustige ist, die Telekom war 1 nach 18 Uhr da und hat sofort den DSL-Anschluss getrennt. Also da sind sie fix. Ja. Ich möchte nur mal eben ganz laut sagen, auch an die Theke da vorne. Hallo, ich habe meinen Schlüssel zurück. Der Schlüssel ist wieder da. Ich bin total zufrieden. Ich weiß gar nicht, ob diese Message hier angekommen ist. Nein. Ich habe im Rahmen des User-Meetings meinen Schlüssel verloren auf der Messe. Du wusstest auch gar nicht wo? Nein. Oh Mann. Realisiert habe ich es 2 Stunden später. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Das war eine Odyssee. Deswegen habe ich auch heute noch nicht mehr alle Videos geschafft, die ich schaffen wollte. Also eins in Persona. Naja, ist halt dann so. Ja. So, jetzt wollen wir noch mal... wir waren heute hier zum LA-Check-User-Treffen. Ich muss ja mal sagen, und das meine ich ganz ehrlich, wenn man ja nichts gemacht hat, also gar nichts, in meinem Falle jetzt, Jan... natürlich den Laden aufrechterhalten hat, permanent. Ja. Ich habe auf dem sinkenden Schiff... Auf dem sinken? Ach, das ist ja nur eine Übertrieben. Aber du hast die Rolle des Captains übernommen. Ja. Weil der eigentlich ohne jede Not von Bord gegangen ist. Ja, der ist einfach gesprungen. Der ist einfach gesprungen und gesagt, ich schwimme mal nebenher und guck mal, wie es läuft. Du saßt im Rettungsboot, ne? Ja. So. Ja, genau. Ja, das ist wie der, also ich hätte jetzt gesagt, dadurch, dass wir es auch dieses Jahr gar nicht so schlimm beworben haben wie alle anderen Jahre, so schon Monate vorher und ich hätte gedacht, mit 20 wäre okay gewesen. Hätte ich jetzt dieses Jahr so 20, 30? Nee, glaube ich. Nee, das war mir nicht relativ klar, dass das eigentlich ganz gut läuft. Laut, Facebook haben sich 35 Leute angemeldet, die kommen. Geringfügig. Wir haben eigentlich immer so den Faktor 4. Immer das Vierfache von Anmeldungen. Kommen dann auch. Wie viele waren es denn heute? Also ich bin im Schätzen, glaube ich, ganz gut. Ich würde sagen, man muss ja immer die Leute hier, die Nutznießer, dieses Pack, was sich da ranhängt, einfach nur sagt, hier, ich weiß nicht, wer der Dicke ist, aber ich habe was von freien Sachen gehört, ich stelle mich dazu und warum schreien die Practice and Enjoy und so. Ne? Da musst du natürlich immer abziehen. Ich denke aber im Kern, wir waren am Schluss ungefähr 60. Und wir verlieren immer gut die Hälfte auf der Reise. Also die wirklich sagen, hey, wir wollen einmal am Anfang dabei sein, sagen guten Tag. Manche treffen sich auch ohne unser Beisein. Die einfach sagen, Mensch, ich kenne jemanden völlig anders wegen YouTube und wir treffen uns hier. Würde ich 120, 100, wie viele T-Shirts hattet ihr weggegeben? Weißt du da? Kennst? Boah, nee, kann ich nicht sagen. Also ich denke 120. Wir hatten 200 T-Shirts und es sind aber noch welche übrig. Ja, also ich denke 120 ist eine... Könnte ganz gut passen. Ja, und damit haben wir das Vorjahresniveau gut gehalten. Ja, sehr gut. Also war echt gut. Und damit bin ich super zufrieden. Ihr wart die Einzigen, die ein Mikrofon teilweise am Stand hatten. Ja, erstmal am Anfang. Das ist so wie es immer ist. Du probierst 5 Minuten vorher aus, klappt alles, kein Problem, oder 10 Minuten vorher. Dann soll es eigentlich funktionieren und dann... Ja, was versagen die Nerven. Dem Mikrofon am Nerven versagt. Der hat sich eingenässt. Also bei dir hat es ja funktioniert, aber fast so wie eine... Ja, ich wollte gerade sagen, er kennt sehr betechnisch. Ich kenne mich mit... Ja, genau. Wie alles. Sag das bitte nochmal. Das ist so ein bisschen eine Charaktersache. Deswegen sitzt du auch ganz außen heute. Dass ich da... Ja. Ja, ist ja gut. Ja, jetzt Gesamtmesse-Fazit von jedem Einzelnen. Kevin, du fängst mal an. Ja, das Problem war, von der Messe habe ich nicht ganz so viel mitbekommen. Man sieht alles auf 16 zu 9 und 4 Quadratzentimeter. So ungefähr, ja. Sie war schön. Es war
besonders heute, wie ich gehört habe, in manchen Hallen ziemlich leer. Halle 8.0 war mal wieder fast leer. Ja, ich habe Ähnliches gehört. Sonst, ja, gab ein paar schöne neue Sachen. Und, Lieblingsprodukt als Neuvorstellung. Von allen Ständen. Völlig egal was. Von allen Ständen. Du sagst geil. Du hast dir ja heute sogar was geleistet. Ja, ich war eben bei Laserworld, habe mir einen Laser gekauft, so ein Laserbundle. Weil die ein externes Lager dieses Jahr haben. Die verkaufen hier auf der Messe und dann kannst du da hinten mitnehmen. Okay. Ja, warten sie dann noch. Hatte ich mir ja. Kleinen Krise-Cracker. Ja. Als ich mit Jan bei Laserworld gefilmt hatte, habe ich das dann gesehen, dass man so, ja, könnte ich ja mal eventuell machen. Und dann heute so, ja, komm, für den Preis, machen wir mal. Na gut. Ja, das war's? Ja, ich gebe mal weiter. Okay. Michael, und ich mache jetzt echt mal die Regel. Bitte, die Regel. Mal nichts von eurem Stand. Was denn als Highlight-Produkt? Bei dir schon, die beiden sind was vom Stand, aber du nicht. Gut. Weil du bist der Textchef und ich würde das auch ins Mikro sprechen. Mache ich doch auch. Ja, aber ich würde es auch vielleicht mal zu mir bewegen, ist aber nur so. Ja, so, bitte. Also erstmal Messefazit, war eine sehr gute Messe. Ich glaube, sie war teilweise, gab es schon mehr Besucher, insgesamt gesehen. Aber es war, die Leute, die da waren und wie wir können es ja von uns immer nur sagen, wie das alles angenommen wurde, war echt sehr gut. Und mein Highlight-Produkt... Warst du irgendwo hier in der Halle oder irgendwo anders? Das Problem ist, ich kam echt nicht viel vom Stand runter. Ne? Das muss ich kurz überlegen. Ach, dann machen wir es. Ich glaube nicht, dass das ein, weiß ich gar nicht, wird auch als Produkt verkauft. Ich gehe davon aus, dass man das auch extra kaufen kann, ich weiß nicht. Aber nicht die Dienstleistung, nee. Und zwar bei Robe am Stand war oben ein schönes, ein Drehmechanismus in einer Schiene, an dem Moving Heads hingen. Der hat, dieser Drehmechanismus hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ob man den jetzt erwerben kann, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, aber das fand ich eigentlich, vor allem das war auch recht schnell, das Ganze. Ja. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Ich kann mein Lieblingsprodukt auch noch nachreichen. Das Fleischkäse. Das Fleischkäse von Adam Hall ist auch einer meiner Produkte überhaupt. Ihr werdet es vielleicht nachher, ihr werdet auf meinem Kanal sehen, was das ist. Gut. Oder hab ich dir erzählt, ne? Nein, hast du nicht erzählt. Bedruckbare Cases haben die. Und die haben eben halt als Marketing-Gag quasi eine Hartfaserplatte von diesen Cases oder eine Holzplatte, eine Birkenholzplatte in Fleischoptik bedruckt und haben dann gesagt, das ist Fleischkäse. Ich habe das zwar selber live noch gar nicht gesehen, aber so wie du es beschrieben hast... ist geil. So, mein Messe-Highlight-Produkt, also erstmal... Ich glaube, das war die erfolgreichste LA-Check-Messe überhaupt. Von der Videoquantität, Qualität und auch von den Gesprächen mit den Herstellern. Das kann ich schon mal mit Abstand sagen. So ein Jahr Abstinenz, man muss sich halt mal rar machen. Ja. 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 Produkt ist schwer. Ich habe so drei. Ja, dann sagst du alle drei. Nee. Ja, sag doch drei. Also mal, wo ist das Problem? Also ich fand hier... In der Mitte, also sag drei Minuten. Ich bin echt nicht spontan heute. Ich habe so viel gesehen. Ich muss noch mal eben überlegen. Ich händel mal über zu Mitch. Der hat nur diesen Stand gesehen die ganze Zeit. Ja, dem fällt bestimmt was ein. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen auf der MS Astoria. Ja, also schon die ganze Zeit. Das ist bloß ein bisschen schwer. Eigentlich hatte ich jetzt tatsächlich eins, was nicht von uns ist, was ich nennen wollen würde, aber natürlich Gefahr laufe, entlassen zu werden. Denke ich mal, dass ich dann mal Monat nicht mehr kommen muss. Nee, aber ich darf es auch sagen, aus dem ganz einfachen Grund, weil das eine Preisklasse ist, wo du ungefähr 6 von diesen Teilen hier oben hängen kaufen kannst. Und zwar sehr interessant finde ich den BI 20. Nicht gesehen? Nein, ganz so gar nicht. Ja. Clay Parkey, BI, wenn ich 20, auch wenn ich mich, also... Sehr zu empfehlen für mobile DJs, da kostet eine Einheit 8.500 Euro. Genau, 8.500 Euro, deswegen denke ich, kann man das problemlos nennen. Also von uns würde ich auf jeden Fall sagen, die Infinity-Sachen,
Also PLB 130, DMH 75. Also meins dann noch, wenn wir bei 3 sind. Ich reiche das Mikrofon der Dame weiter. Also für mich mein Highlight-Produkt, eigentlich der PLB 130 bei uns vorne, neben meinem Counter praktisch, der Infinity, der durchdreht, weil wir so oft danach gefragt worden sind. Also ich konnte am Ende alles über den auswendig. Ja, deswegen wurde ich auch so gelobt von unserem Verkauf, ja, weil ich die ganzen technischen Sachen im Kopf hatte. Das muss ich mal sagen, das ist fast eine Highlight-Präsentation gewesen, weil ihr den echt toll präsentiert habt an diesem Baum. Also da hingen ja öfter schon mal irgendwelche Moving Heads und da war auch immer schon mal irgendeine Truss auf der Ecke irgendwie positioniert. Aber das war so ein Eye-Catcher. Du bist reingekommen und obwohl neben euch eine riesen Leinwand aufgebaut ist, siehst du aus dem Augenwinkel sofort, ey, was stört denn da so? Ja. Ne? Irgendwas ist da anders als sonst und man guckt automatisch hin. Außerdem ist man ja so, wenn man reinkommt, sowieso eher rechtsorientiert. Ne? Das kennt man ja von Supermärkten. Man guckt auch direkt drauf. Also es ist Also das nehme ich jetzt einfach mal als Lob an unsere Standbauer. Gebt es auch gerne weiter. Ich applaudiere. Standing Ovation, wenn ich mich stellen könnte. Sie ist als Standing Ovation. Ja, genau, im Sitzen. Genau. Ja, das war PLB 130 Infinity, ist mein Produkt-Highlight. Jan. Ja, also im Großen und Ganzen, Messe war sehr erfolgreich, hat Fossi ja gerade schon gesagt. Viele nette Gespräche auch mit Herstellern geführt. Wir haben viele Interviews gemacht und da kommen natürlich die ganzen Videos auch zu online, wenn sie nicht schon online sind. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, fand ich, diese Messe war halt schon ziemlich viel alles in Bewegung. Also viel hat sich bewegt, muss ich sagen. Ich muss sagen, die Akzeptanz, wenn wir an einen Stand gehen, ist inzwischen... ein bisschen gestiegen. Die ist still. Aber dieses Jahr, ich habe es ja nun ein Jahr nicht mitgemacht. Und zwischen 2012 und 2014 ist ein großer Unterschied bei vielen Herstellern. Ja. Also auch die Offenheit für das Ganze. Ja, definitiv. Auch viele nette Leute wieder getroffen und es war wieder so ein bisschen wie so ein Familientreffen. Man sieht ja die ganzen Leute, die man lang nicht sieht. Und dann, Verwandtschaft. Genau, so ungefähr. Ja, mein Lieblingsprodukt würde ich jetzt auch die Infinity-Serie von Steinecke sagen, weil das einfach ein Effekt ist, wo ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gedacht so, wow, das ist eigentlich ganz geil. Ne? Und die Kohle kannst du mir gleich geben, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt machen wir dann danach und dann läuft das schon. Weil ihr euch jetzt fast alle auf Licht konzentriert habt, irgendwie mit euren Highlights, ne? Möchte ich mal erwähnen, bis auf Kevin, der hat das Fleischcase genannt, gehe ich mal einfach in Richtung Ton. Und dann ist das für mich das Mini Line Array, das Mini DVX von DB Technologies. 12 Zoll Bass. Wahnsinnige Power, klein, du kannst mit dem Line Array eine Hochzeit machen, ohne dass Oma sagt. Ne? Ja, das war schon der Deal eigentlich. Was? Weißt du schon, ne? Ich bin raus. Sollte ich was von euch sagen? Nein, mach weiter. Ich wollte doch nur Ton mal. Natürlich fällt mir was ein. Also, dann machen wir, wenn das auf den Stand bezogen ist, dann Ton. Die Prime-Serie ist schön, nur nichts für mobile DJs. Nicht unbedingt, ja. Ja, also ist ein bisschen unhandlich. Dann die Akkubox. Die hat mir nämlich hier den Arsch gerettet. Ja. Am Anfang. Ne? Sonst hätte ich ja nicht moderieren können. Oder vielmehr, es hätten nur 3 Leute verstanden. Eindeutig. Wams. Ja, Wams ganz gut raus. Allerdings, mein gesamtes Messe-Highlight, und das sage ich hier in aller Offenheit, auch kein Problem. Das tollste Erlebnis auf dieser diesjährigen Messe hat dafür mit euch zu tun. Ach so, und zwar aus völlig freien Stücken. Das haben wir heute gemacht. Ich möchte darüber nichts erzählen, weil ich nicht weiß, wann Jan dieses Video hochlädt. Ich habe aber heute danach beschlossen, ich wollte das erst in so ein Challenge-Video mit einbauen. Mhm. Das kriegt eine eigene Sektion in der Show. Weil das für mich, das war so ein i-Tüpfelchen. Ich sage mal so, das Imperium schlägt zurück. Ja. Das ist die Überschrift überhaupt. Das Imperium schlägt zurück. Das war ein epischer Kampf. Und da kann selbst Darth Vader und keine Ahnung, Jabba the Hutt, der ich habe wahrscheinlich in der... ne? Und hier Jabba Binks. Ja, Jabba Binks. Die können alle einpacken und sich mal ganz hinten anstellen. Ganz hinten. Nein, das war toll. Das war echt, also ich sage, wie gesagt, wir sagen es nicht. Aber ja. Also da, um euch ein bisschen heiß zu machen, guckt euch meine ganze Show an. Irgendwo wird eine, und das wird auch als Einzelvideo hochgeladen, weil
Das war das Salz in der Suppe dieser Messe. Das stimmt, ja. Ja, also das war echt toll. Für manche einen war es das Salz im Auge. Im Auge, ja. Ach, ja. Ja, gut, wir futtern noch ein bisschen Eurego-Kekse, Tortilla-Chips. Gibt es noch irgendwas, was ihr anfügen möchtet? Was denn mit der Aufgabe? Das war doch so Messereview und ja, spontan. Ja. Sagen wir uns nicht noch was Skurriles aus? Ach, skurril. Ja. Skurril, ganz schnell. Ich wollte nur erwähnen, dass ich bei 9998 Schritten oder Bewegungen gehabt bin. Und jetzt, ihr schaut mit drauf. Springt auf null. 10.000 Bewegungen. Komm mal eben ganz schnell her. Wie viel hattest du noch? 68.000. Das finde ich skurril. Ja. Kannst dich wieder hinsetzen. Ja. Und skurril. Eben am Eingang, als ich für den Laser Geld holen war, stand irgendein Typi mit einem Security, wollten ihn rausschmeißen, sagte, ich weiß nicht was, es war irgendwas dabei. Wusste aber nicht, wo er das her hatte, wollte es aber mit aus der Messe rausnehmen. Das war da gelegen? Hallo? Also da kann man doch mal, also. Das finde ich gut. Ich bin da vorbei. Wollen wir da nicht noch gleich, ich versuche was zu klauen. Ja, schönen guten Tag. Kommen Sie mit dazu, kleines Interview. Wir sind in 2 Sekunden weg. Ja. So, skurrilstes, das war eigentlich ziemlich skurril. Die bauen den Stand um uns ab. Ja. Nein, ernsthaft, ich fand es ziemlich skurril, dass ich hatte das Problem mit dem Reinkommen von einer Firma. Da war es war kein Scherz. Wir machen hier politische Sendung, Krimkrise und so. Hoeneß wird nachbesprochen, alles. Ja. Also. Ich hatte das Problem genau andersrum. Ein Kollege der Presse hat sich tierisch mit einem Ordner angelegt, aus welchem Grund auch immer. Der wollte vielleicht abkürzen über einen Gehweg, wo er nicht lang gehen durfte, über die Straße. Und die haben sich hier morgens angeschrien, neben dem Ding. Ne? Ich lag dich dann morgen nicht mehr rein, mach deinen Job. Ne? Das war echt irgendwie. Naja, und natürlich den einen oder anderen skurrilen Typen sieht man auch mal zwischendurch. Skurril. Habe ich momentan so nichts spontan, was mir einfällt. Wirklich nicht. Skurril war auch, du hast verschlafen. Ja, das war auch skurril. Ja. Wollte ich nochmal erwähnt haben. Das wirst du mir, glaube ich, bis nächste Musikmesse noch vor. Nächste Musikmesse? Wenn ich mein Lifetime Achievement Award irgendwie da so kriege, ein Lifetime Award, dann werde ich sagen, hallo, auch nochmal. Dann werde ich sagen, vielen Dank an Kevin. Es wäre alles nicht möglich gewesen, wenn du nicht verschlafen hättest. Ja. Genau. Skurril, naja, ich weiß nicht, ob skurril, vielleicht seltsam. Wir hatten ja wieder dieses Gewinnspiel mit diesen schönen Schrittzählern. Und vorhin war eine Dame bei uns, die war ganz entrüstet. Dass ihr Zeiger wieder auf null gesprungen ist. Nee, ja, das gab es öfter mal. Aber nee, die war ganz entrüstet und sagt, ich möchte jetzt auch noch bei dem Gewinnspiel mitmachen. Es war 5:05, ja. Dann sage ich, da sind Sie jetzt ein bisschen zu spät dran. Ja, wann hätte ich denn kommen müssen? Ja, heute Morgen. Ich war heute Morgen schon mal da. Ja, dann hätten wir Ihnen einen Schrittzähler gegeben. Nein, Sie haben mir keinen gegeben. Ja, dann haben Sie nicht nachgefragt. Doch, ich habe gefragt. Ja, und dann? Ja, und dann hieß es, ich darf keinen haben. Wann waren Sie denn da? Ich war um 10 da. Das kann nicht sein, da hatten wir noch welche. Aber ich habe doch nachgefragt. Dann hat sie mir verklickern wollen, sie hätte mich um einen Schrittzähler gebeten, um beim Gewinnspiel mitzumachen und ich hätte ihr keinen geben wollen. Es tut mir leid. Die Schweine. Ich habe jedem, der wollte, einen Schrittzähler gegeben, ganz ehrlich und offen. Ja, super. Letztes, Mitch. Ja, es ist eigentlich blöd, weil ich darf es ja nicht verraten, weil ich möchte sagen, was genauso episch ist, skurril im gleichen Maß. Es war schon. Also, Jan, du darfst dieses Video jetzt eigentlich als erstes hochladen, obwohl es Review Tag 4 ist. Alles andere kommt irgendwie danach, keine Ahnung. Freut euch aufs epische Battle. Also es muss auf jeden Fall vor nächsten Sonntag passieren. Weil kriegen wir. In diesem Sinne. 8, 6, 5. 4. 3, 2, 1. Practice and enjoy. Und aus.